Anja und die Wölfe nach einer Vorlage Bastian und die Wölfe von Thomas Knabe. Und wir haben das Stück ein bisschen umgeschrieben. Bei uns geht es eben um Anja, die neue Freunde zu finden versucht. Und dabei begegnet sie ganz vielen unterschiedlichen Tiergruppen, den Igeln, den Fröschen, den Schafen und den Wölfen. Und bei jeder Tiergruppe stellt sie irgendwie fest, dass sie eigentlich nicht so richtig dazu gehört, weil sie anders ist, weil sie anders aussieht und weil sie natürlich auch kein Tier ist. Und dennoch gelingt es unserer Hauptdarstellerin, sich mit einigen dieser Tieren anzufreunden. Das Stück geht um Identität, um Freundschaft. Es geht darum, dass man sich nicht verbiegen muss, um irgendwo dazuzugehören, sondern dass man eigentlich dafür gemocht wird, wie man ist. Und oft auch dafür gemocht wird, dass man eben anders ist. Und ja, es geht darum, dass Freunde eigentlich diejenigen sind, bei denen wir so sein können, wie wir sind und zu denen man auch gehen kann, wenn man gerade nicht so gut drauf ist und wenn man eben nicht gefallen ist. Also mir gefällt das Tanzen und das Singen am besten, weil man beim Tanzen manchmal auch seinen Lauf und seine Wut auslassen kann, indem man einfach seinen ganzen Körper bewegen kann. Mir hat der Workshop im Tonstudio gut gefallen, weil ich das erste Mal auch aus dem Mikrofon aufnehmen durfte und ich gesehen habe, wie die ganze Technik da funktioniert. Also am besten gefällt mir das Singen, weil da kann man einfach so sein, wie man ist. Also am besten ist also der Workshop Choreografie oder Schauspiel, weil da fügt man alles zusammen, Tanz und Studio und Singen halt und halt Schauspiel. Du